Genki, melde dich. Wie läuft die Evakuierung? Schlecht. Roxxon und der Underground sind überall. Es ist wie im Krieg. Seid ihr sicher? Meine Mom? Wir sind jetzt in... Ja, ein Dutzend Leute, aber wir sind gefesselt. Ich höre dich nicht. Wo bist du? Genki! Falls du mich hörst, ich bin unterwegs. Halte durch, Mann. Bitte. Was für ein heftiger Sturm. Genki, kannst du mich hören? Genki! Durchhalten, Leute. Ich komme. Sie werden den Park zerstören. Verstärkung! Die Geschäfte sind bisher noch ganz, aber das bleibt nicht so, wenn die Kämpfe nicht aufhören. Neutralisiert den Underground. Aber schnappt Spider-Man lebendig, wenn möglich. Sie verwandeln Harlem in ein Schlachtfeld. Sie kämpfen auch auf den Dächern. Es ist echt übel. Theos Bodega! Es ist richtig übel, du musst schnell hin.
Sie sind in Theos Bodega. Ich bin fast da, aber ich muss das Boxhorn und den Underground ausschalten, damit es sicher ist. Hoffentlich sind alle okay. Genki! Genki, wo bist du? Kommt ihr da irgendwie weg? Ist da? Ist da jemand? Leute! Leute! Hört zu! Wir müssen hier weg! Aber ich kann nicht alle von euch tragen! Was? So. Sie hat schon angefangen. Spider-Man gesichtet! Verschwinde hier, Kleiner! Du hast wichtigere Dinge zu tun. Er hat recht. Geh. Wir übernehmen das hier. Ich komme wieder. Ich weiß. Okay, Leute. Seht hinter jede Tür. Wir lassen niemanden zurück. Die haben es nicht anders verdient! Nein! Der Reaktor! Krieger hat aufgerüstet! Du zerstörst nicht nur die Roxxon Plaza! Du machst ganz Harlem dem Erdboden gleich! Ich lasse mich von dir nicht mehr anlügen! Es ist zu spät. Ich kann das nicht zulassen. Du kannst mich nicht stoppen. Siehst du nicht, was der Reaktor macht? Er zerstört die Plaza! Er vernichtet Kriegers Denkmal! Wenn die Plaza untergeht. Ich will nicht kämpfen. Wir reden. Nachdem ich den Reaktor auf... Finn, da! Der Reaktor!
Reaktor geht gleich hoch. Bald können wir das nicht mehr stoppen. Nein! Ich werde nicht nochmal weglaufen! Du warst der Einzige, den ich auf meiner Seite brauchte! Ich bin auf deiner Seite! Wir erledigen Roxxon mit den Informationen über Loopworm! Geht nicht! Interessiert keinen! Schwert steckt fest. Zeit für Venom. Hast du das gespürt? Wir müssen den Reaktor stoppen. Dieses Mal nicht. Halt still. Hör auf, Miles. Stopp. Du zuerst. Damit ihr euch keine Sorgen macht. Es ist okay, wenn das Gebäude hier hochgeht. Es ist sogar okay, wenn ganz Harlem hochgeht. Ich meine, habt ihr eine Ahnung, wie gut wir versichert sind? Und wie gut sich ein terroristischer Anschlag auf uns macht? Vergesst Roxxon Plaza. Hier in Kürze, Roxxon City. Okay, bis dann, Kinder. Nein, ich muss ihn aufhalten. Aber nicht so. Ich weiß, was du Rick versprochen hast, aber er würde nicht wollen. Sag deinen Namen nicht. Ich weiß, dass du die Schockwellen spürst. Stoppen wir das. Du willst die Wahrheit? Hier ist sie. Rick. Ich hab dir jede Chance gelassen. Ich will dich nicht töten! Du kannst nicht gewinnen! Warum kämpfst du weiter? Weil ich Spider-Man bin!
war so nicht geplant. Ich kann es stoppen. Tut mir leid. Schon gut. Lange aus. Ich kann nicht. Es ist okay. Ich kann nicht. Lass einfach los. Lass los. Gar nichts.
Er ist so jung. Hey, verschwinde hier, Junge. Wir kümmern uns um die. Haben Sie ihn erkannt? Gut gemacht. Spider-Man. Danke. Wer ist das? Der Kerl? Unser Spider-Man. Kommen Sie, das sind eindeutig Fakes, das ist gefälscht! Haben Sie gehört? Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Ich mach Sie fertig! Ich ja, werde... ja, wir kennen Sie! Ich mach Sie fertig! Haben Sie gehört? Ja! Ganz genau, Freunde. Simon Krieger ist im Gefängnis. Aaron Davis, alias der Prowler, hat Tag, ihn und Roxxon verpfiffen. Davis wird auch sitzen, kriegt aber wohl mildernde Umstände. Wir können von den Ereignissen in Harlem alle etwas lernen. Gemeinsam sind wir stärker. Und glücklich ist das Viertel, das einen eigenen Spider-Man hat. Siehst gut aus, Haley. Miles, wie geht's dir? Hey! Hallo! Nicht schlecht. Wir sehen uns. Hey, Kleiner, was hast du vor? Ich trage mich natürlich für eine Schicht ein. Schön für dich. Wir sehen uns nach den Ferien. Bis dann. Hey, Mann, das gibt's. Hey, wie geht's? Mir geht's gut, Mann. Echt gut. Wir sehen uns. Ich fasse das mit dem Anzug nicht. Echt cool. Passt zu mir. Ja, genau. Pete, wird dieser Job jemals einfacher? Teilweise ja. Aber manche Dinge werden nie einfacher. Roxxon hat das hier gemacht, weil wir in ihren Augen wertlos sind. Ich, Rick, Finn... alle in Harlem. Es ist unser Job, sie damit nicht davonkommen zu lassen. Kommt zum Spider-Man-Eiter zu. Geht's los? Geht los.
Die Einwohner Harlens stehen immer noch unter dem Eindruck der jüngsten Aufstände der als Underground bekannten Gruppe. Während die Roxxon Corporation sich vor Gericht verantworten muss, traf die neu gewählte Stadträtin Rio Morales gestern vor die Presse mit einem Appell für zusätzliche öffentliche Gelder, die helfen sollen. Die Werte sind gut, Kreislaufsystem ist stabil, Hirnaktivität normal. Er war lange genug da drin. Mr. Osborne, ich verstehe Ihre Sorge. Aber seine Krankheit könnte... Kurt. Aber es könnte unter Umständen sehr gefährlich sein. Ich sagte, rausholen! Jetzt! Ich höre nach wie vor irrationalen Jubel hormonell geschädigter Kids in Jareds Alter. Was? Du bist wie alt? Meine Güte, arbeite mal was Richtiges. Über diese freundliche Spinne aus der Nachbarschaft-App. Angeblich kann dieser junge Spider-Man ja alles. Gut, ich habe über besagte App gerade eine Portion Saganaki von meinem Lieblingsgriechen in Astoria bestellt und angegeben, dass ich das Gericht gerne frisch und nach griechischer Tradition vor meinen Augen flambiert haben möchte. Mal sehen, ob unser ach so toller Spider-Man das auch schafft. Bitte sehr, Mr. Jameson. Ich muss los. Jared, ruft die Polizei! Spider-Man ist eingebrochen und will uns alle abfackeln! Meine Güte, ist das lecker. Mach Werbung, Jared. Ich muss hier erst mal schlemmen. Nichts da! Hättest dir selbst was bestellen sollen. Das ist meins! Meins, Jared!
Autsch, heiß.
Mach's gut, Finn. Hey, Mom, hast du zu tun? Nur ein bisschen. Was gibt's? Ich komme gerade aus der Trinity Church. Ich musste an Finn denken. Und? Was beschäftigt dich? Sie hat mir das Leben gerettet. Dir! Allen anderen! Dabei hat sie uns erst in Gefahr gebracht. Aber seitdem ich weiß, was mit Rick passiert ist, verstehe ich es irgendwie. Menschen sind kompliziert. Nimm Onkel Aaron. Er hat Krieger ins Gefängnis gebracht. Er half uns, Leute aus Harlem rauszubringen. Aber wenn ich ihn ansehe, muss ich nur an die Qualen deines Vaters denken. Ja. Du musst Finns Leben nicht beurteilen, Micho. Auch nicht ihren Tod. Behalt einfach in Erinnerung, warum du sie so gern hattest. Du bist immer für mich da. Das ist mein Job. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Entiendes? Sí. Te quiero.